Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute mit einer frisch gepressten Sendung aus Helsinki, aus der Innenstadt, hinter mir Camp. Ihr wisst, es ist immer noch Schnee, weniger als vorher, aber es ist bitter, bitter kalt. Keine Handschuhe dabei, damit ich Notebook bedienen kann. Ihr seht das Notebook nicht, es ist genau hier. Auf jeden Fall die frisch gepressten Themen heute, Warnstreikaufruf, Bodenpersonal, Lufthansa. Dann haben wir Warnstreik bei der Discover, da sind Flüge ausgefallen. Deutsche Flughäfen sind immer noch nicht auf dem Corona-Vorniveau. Und wir haben dann noch mal ein lustiges Zitat von Sir Tim Clark, President of Emirates Group. Und zwar sagt er, jetzt festhalten, Last Chance Saloon für Boeing. Und wir haben dann Boeing 737 MAX, wieder ein Problem. Spirit ist zu doof, um Löcher zu bohren. Und das ist nicht das erste Mal. Und wir haben noch ein Thema, das hatte ich heute auch wieder im Beratungsgespräch. Merit Boy und die Odyssee, sich für eine Promotion anzumelden, wie in diesem Fall für dieses 1000 Times Yes oder wie sie heißt. Auch ich habe Probleme, mich da anzumelden. Da werden wir mal gucken, wie wir das machen. So. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich hier meinen Effort, den ich mache, bei der Kälte trotzdem die Sendung für euch hier aufzunehmen. Also insofern Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Ihr kennt das Spiel ja schon. Die Lufthansa kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus, wenn es um Streik geht. Nicht nur bei der Discover ist im Moment ein Streik, sondern auch ein Streik beim Bodenpersonal soll ankommen. Und zwar ist das so, dass man am Mittwoch auf Verzögerungen sich einstellen muss, wenn man mit Lufthansa fliegen möchte, muss, darf oder kann. Da ist es so, dass man dann die Gewerkschaft Verdi zu Korte kommen lässt und die sagt, dass alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passage und Flugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen kommen und zu Verzögerungen, logischerweise. Gott sei Dank ist das für alle, die nicht mit Lufthansa fliegen, kein Problem, weil die fliegen weiterhin. Nur ist es natürlich so, dass der Warnstreik dort für rund 25.000 Beschäftigte gilt. Man kann jetzt natürlich sagen, Lufthansa ist unhappy und Michael Niggemann, Personalvorstand der Lufthansa, hat auch gesagt, dass das jetzt unangenehm wäre in der Form, weil man sagt, jetzt wichtig, unverhältnismäßig. Die Arbeitgeberseite habe bereits ein konkretes Angebot vorgelegt, das unter anderem weitere Erhöhung von Vergütung und Zusatzleistung von insgesamt über 13% in den nächsten 3 Jahren sowie eine Inflationsausgleichsprämie beinhaltet. So, und dann habe ich jetzt etwas gefunden, das fand ich sehr lustig, und zwar im aero.de, da gibt es einen Kommentar und der erste Kommentar sagt einfach mal, was gefordert ist. Die Forderung ist 12,5% Lohnsteigerung, aber 500 Euro mindestens. Ausbildungsvergütung um 250 monatlich erhöhen, also Euro. 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, diese 3.000 floaten ja überall rum. Jährliche Stufen, Steigerung des Urlaubsgeldzuschlages um 12,5%. Einführung einer Schichtzulage von 3,6% und eine Laufzeit von 12 Monaten. Das ist das, was Verdi fordert. Also ich kann es jetzt nicht kontrollieren, aber das ist das, was der Kollege schreibt. Das Angebot der Lufthansa ist folgende. In der ersten Verhandlungsrunde gänzliche Weigerung, überhaupt ein Gegenangebot vorzulegen. Zweite Verhandlungsrunde, Nullrunde bis September 2024, 200 Euro ab September 2024, 3% ab April 2025, 2,5% ab April 2026, Laufzeit 36 Monate, alle anderen Forderungen gänzlich unbeantwortet.
dann zeigt man wieder, welches Interesse noch Respekt an der Verhandlung vom Arbeitgeberseite besteht. So in dem Kommentar. Also da geht er nochmal drauf ein, dass es jetzt mittlerweile 14 ergebnislose Verhandlungsrunden sind. Lufthansa sich als Opfer darstellt. Ich selber bin bei diesen Verhandlungsrunden nicht dabei. Deshalb kann ich euch das ehrlicherweise gar nicht sagen, ob das so ist, wie er es sagt. Aber es klingt für mich plausibel, weil es sich wie so ein roter Faden durch alle Verhandlungen durchzieht. Bei der Discover, bei der Lufthansa und so weiter und so fort. Heißt also logischerweise, dass das jetzt nicht so untypisch wäre für die Lufthansa. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu haltet. Und wir haben auch die Frage des Tages. Wie würdet ihr das Streikproblem lösen? Oder ist Lufthansa selber schuld, dass so viel gestreikt wird? Da bin ich mal gespannt, was ihr für Kommentare macht und schreibt. Und wie ihr da als Armchair-CEO das Problem von der Leitplanke des Abgrunds abhalten würdet. Ich bin mal gespannt. Also insofern unten reichlich kommentieren und sagen, was Phase ist. Jetzt sagt ihr, ups, ist bei Lufthansa nicht noch ein anderer Streik anhängig? Ja, das ist der bei Discover. Der ist gestern und heute gewesen. Heute ist es für Discover Airlines ein bisschen unangenehmer gewesen, weil wenn man geguckt hat, ist es so, dass heute am zweiten Streikstag nur 2 von ursprünglich 12 geplanten Flügen geflogen sind. Neue Flüge sind gestrichen worden. Eine Verbindung nach Windhoek in Namibia wurde auf nicht mehr bestreikten Dienstag verspätet. Am Sonntag waren 10 von 16 geplanten Flügen gestrichen worden, also ein bisschen weniger. Also ist es so, dass man natürlich damit die selbst auferlegten Ziele oder das, was man, ich nenne es jetzt mal großartig, rausposaunt hat, stimmt. Das heißt also in Frankfurt 90% der Mittelstrecke, 30% Langstrecke trotz Streiks anbieten zu können. Und wenn ich jetzt mal ausrechne, 10, 12 Flüge, davon sind 2 ausgegangen. Wie war das nochmal? 2 von ursprünglich 12 sind also 10 nicht geflogen. Ja, das ist nicht 30%, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Sorry. Ist noch nicht mal die Hälfte von 30%, ist das 15%? Ich will es jetzt nicht ausrechnen, ihr könnt es machen, ihr könnt unten kommentieren. Ich gebe euch gerne einen Grund zu kommentieren. Denn die Gewerkschaft hat ja die ganzen Streikgeschichten als gescheitert angesehen. Und auch hier wieder nochmal die Erinnerung an die Frage des Tages. Was würdet ihr tun, um den Streik zu lösen? Und vor allem ist die Lufthansa vielleicht selber schuld mit ihrer Art, wie sie mit Streiks umgeht. Interessanterweise ist es ja auch so, dass man ehrlich halber sagen muss, dass natürlich die Freunde bei der Lufthansa viele Mitarbeiter haben und dass natürlich, wenn man da 5 Euro mehr gibt, einmal das kein Problem ist, aber wenn du es mehrere 10.000 Mal 1 Euro mehr geben musst, dann ist das schon, oder 5 Euro, dann ist das schon viel Geld pro Monat. Also das kann man auch verstehen, aber trotzdem, in Zeiten, wo man Arbeitnehmer braucht, die nicht wie am Sand am Meer sind und es auch nicht mehr die Theorie ist, dass man halt einfach nur noch hier sagt, Lufthansa, komm zu mir. Man sieht das ja auch, dass zum Beispiel die ganzen Regelungen für Bekleidung gelockert worden sind. Man darf jetzt tragen prinzipiell, was man möchte, geschlechtsunspezifisch oder muss ich, ja, geschlechtsunspezifisch ist das Wort. Im Englischen darf man ja auch nicht Gender, sondern muss Sex sagen. Und dann das andere Thema ist, Lippenstift darf man jetzt nicht mehr freiwillig, kann man freiwillig nutzen, muss man nicht mehr Beine rasieren, weil das ist. Übrigens, Freddy wird heute im Hessischen Rundfunk, glaube ich, auf HR1 dazu interviewt. Müssen wir mal gucken. Ich muss mal Freddy fragen, ob er mir mal davon einen Link schickt, dass wir uns das morgen angucken können. Also ich bin da äußerst aufgeregt und gespannt. Aber ihr merkt, hier passiert im Hintergrund was, Autos fahren. Ich hoffe nicht, dass jemand hupt, weil hier keiner weg. Anscheinend bin ich auf der Hauptverkehrsstraße gelandet. Nein, das ist eigentlich ist das eine Fußgängerzone. Aber nun gut, hey, was willst du machen? Dann haben wir jetzt immer mehr Klagen gegen Fluggesellschaften. Vor allem ist es so, dass Fluggesellschaften dort natürlich immer mehr Klagen auch verdienen, weil wenn sie nicht das bieten, was man bieten sollte, dann ist man zu Recht verklagt zu werden. Vor allem, wenn man da nicht freiwillig sich einigt. Und es ist so, dass bei 20 größten deutschen Flughäfen immer mehr Klagen gegen Airlines gehen. Der Deutsche Richterbund hat jetzt gesagt, dass 125.000 Klagen waren, heißt also so viele wie noch nie. Wir haben ja auch gehört, dass Königs Wusterhausen, glaube ich, war das. Die wollen mit einer KI dagegen vorgehen. Also das heißt nicht, dass man gegen klagt, aber dass die Klagen schneller abgearbeitet werden können. Und das höchste Aufkommen gab es in Köln beim Amtsgericht mit 37.300 Verfahren.
Und das ist natürlich interessant. Es folgt in Frankfurt mit 15.000 Fällen, in 2022 waren es nur 11.300. Und das Hauptstadtflughafen, zuständige Amtsgericht Königs Wusterhausen, da ist es wieder mit knapp 14.000. Also im Jahr 2022 waren es nur 7.000. Damit hat man auch eine Verdopplung geschafft. Also insofern seht ihr das. Im Prinzip muss man auch sagen, in Brandenburg machen die Verfahren von BR-Passagieren nach Verkehrsangaben inzwischen mehr Festhalten als 93% aller Zivilklagen aus. Heißt also, da passiert richtig was. Und in München sind es sogar 94% in Erding. Damit ist das quasi so, dass es Gerichte gibt, die sich nur mit diesen Fluggesellschaftsthemen auseinandersetzen. Und auch die SOP hat anstatt weniger mehr, 39.800 Beschwerden waren es im Rekordjahr 2020. Und man ist da wirklich einen Riesenschritt weiter, wenn man sich da, glaube ich, außergerichtlich einigt. Ich glaube, man muss da Sammelklagen oder sowas zulassen. Es geht einfach nicht, dass jeder da einzeln klagt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man jetzt versuche, Fließbandklagen mit den Anwaltskanzleien und Inkassodienstleistern viele Gerichte überhäufen, mit moderner Technik besser zu verwalten, habe ich auch gesagt, mit der KI-Geschichte. Und da bin ich mal richtig interessiert, wie das funktionieren soll. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von ChatGPT. Aber lasst uns nicht abschweifen, lasst uns jetzt zu einem anderen Thema kommen, was auch in diese Klagerichtung geht. Aber leider nicht in die richtige Richtung für die Fluggesellschaft. Das wird ein bisschen kalt. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen... Aber dann hört ihr mich nicht mehr. Das Mikrofon ist hier unten. Ne? Hallo? Hallo? Naja, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen gucken, dass ich mich nicht erkälte. Weniger Flugpassagiere als vor Corona. Und das ist natürlich so, dass das Statistische Bundesamt da jetzt uns jetzt sagt, was wirklich Phase ist. Und zwar 185,2 Millionen Fluggäste bedeutete eine Steigerung um 19,3% gegenüber 2022, was auf dem ersten Augenblick gut klingt, ist aber nicht so, dass es nämlich so immer noch nicht von dem Corona-Einbruch erholt wurde. Also das heißt, auch vor Corona gab es mehr. Heißt also, dass man in 2023 18,3% weniger Fluggäste hatte als in dem Rekordjahr 2019. Und gerade innerdeutsch ist das Problem, dass innerdeutsch mit 49,6% nur knapp halb so groß wie 4 Jahre zuvor das Ganze war. Und erfasst wurden alle Fluggäste auf den 23 deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Bei Fracht ist es so, dass natürlich da wegen der Häfen, die damals wegen Corona geschlossen waren, eine etwas andere Zahl war, aber man geht jetzt wieder runter. Heißt also, die Schwankungen deutlich geringer aus. 4,6 Millionen Tonnen in 2023 bedeutet ein Minus von 7,1% und ein Minus von 2,3% im Vergleich zu 2019. Also da seht ihr, dass da alles bei Fracht in Ordnung ist. Aber bei Passagieren nicht auf der Welt weiter, wenn man so schaut. China, USA und sowas, die sind alle teilweise sogar drüber. Also das gibt da viele Städte und Länder, die halt bei Flugverkehr wesentlich besser unterwegs sind. Ja, ist so. Aber wie ihr seht, ist in Deutschland so üblich. Wir werden weniger fliegen. Dann haben wir noch etwas Lustiges mit unserem Freund Timothy Clark. Schnell was getippt. Und zwar, Tim sagt über Boeing, weil man gerade jetzt wieder mit diesen Türstopfen gesehen hat, wie Boeing halt einfach schlecht mit ihrer Qualitätssicherung ist, ist, dass man in einem Last Chance Saloon ist, also auf der Rudis Resterampe nicht landen möchte. Deshalb hat man da jetzt die letzte Chance. Und diese letzte Chance sollen die Leute bei Boeing wirklich auch nutzen, um da nicht vom Pfad der Tugend abzukommen, ehrlicherweise. Man schickt ja auch, wie andere Fluggesellschaften von Emirates aus, Teams nach Seattle oder nach Renton, egal wo die gebaut werden, die Flugzeuge, die man haben will. Ich denke mal Renton für die Dubai ansässige Fly Dubai, die ja auch eine Danata-Tochter ist, also alles dieselbe Bude. Nichtsdestotrotz, man will ja auch dann, wenn man sich eine Investition macht, und diese Investition, die ist ja nicht gerade wenig, mit 52 Milliarden US-Dollar bei Emirates, haben sie alleine Flugzeuge gekauft auf der Dubai Air Show. Das heißt also 777X und 787 Dreamliner. Und das ist, wie wir alle wissen, für die Emirates relativ wichtig, dass man da die Flugzeuge bekommt, weil es ja die Nachfolger der 380er werden sollen. Und damit dann natürlich ganz, ganz wichtig auch für Boeing ein Hauptgeschäftspartner ist, aber auch für Emirates ein Hauptgeschäftspartner.
Flugzeuglieferant ist. Man hat so ein bisschen auf Airbus da geguckt und haben ja auch gestern gesehen, oder vorgestern war es mit der 350 die erste, die da aufgetaucht ist, die die für Emirates herstellen. Und wenn man da dann alles zusammenzählt, sind sie voneinander abhängig. Und deshalb ist es auch spannend, dass Tim Clark immer noch so an der Boeing festhält. Aber mit der Aussage Last Chance Saloon ist es so, dass er eine ganz klare Warnung an Boeing geschickt hat, an den Dave Calhoun, das ist der Chief Executive, also der CEO von Boeing, und dann auch an den Head of Commercial Stan Deal. Und ich denke mal, die sollten da keine Scheiße bauen, weil vielleicht werden sie dann irgendwann wirklich abwandern und dann Airbus kaufen. Ne? Bei Airbus wird es freuen. Ich persönlich bin immer ein Freund, wenn beide Firmen gut auskommen, weil Wettbewerb ist immer wieder wichtig und immer wieder gut, weil sonst wären die Produkte nicht besser, sonst wird es ja langweilig. Boeing 7, ich weiß, ich traue mich das fast gar nicht hier zu sagen. Die Boeing 737 MAX steht wieder am Pranger, und zwar an die Spirit Aerosystems. Die sind zu doof, um Löcher zu bohren. Also man muss ja in Teile Löcher bohren, dann kommen da Nieten rein in die Struktur. Und diese Löcher sind zu groß, dann passen die Nieten nicht mehr. Und dann hat man jetzt komischerweise Flugzeuge gefunden, aber alle haben kein potenzielles Problem der Sicherheit. Und da muss man natürlich dann sagen, ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wenn man zu blöd ist, um die Löcher in der richtigen Größe zu bohren, ob das nicht ein strukturelles Problem ist. Also strukturell nicht im Sinne von der Flugzeugstruktur, sondern eine Struktur der Produktion und eine Struktur der Qualitätssicherung. Und die hat man jetzt gefunden, 50 Flugzeuge sind da betroffen, aber alles natürlich wieder Flugzeuge, die nicht ausgeliefert worden sind. Da kannst du nichts zu sagen, also da fällt einem nichts zu ein. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Diese Bohrungen sind auch im Rahmen der Fensterrahmen, also sind im Bereich der Fensterrahmen, so ist es richtig, im Rahmen der Fensterrahmen, auch ein geiles Wort. Und da ist es so, dass es kein unmittelbares Sicherheitsproblem darstellt. Also wer glaubt, wird selig. Ich bin mittlerweile da relativ weit draußen bei Boeing. Also mir fehlen die Worte. Ihr könnt ja unten kommentieren und schreiben. Ich persönlich friere mir einen ab. Und wie ich immer so schon sage, wenn es kalt ist, zittert schneller, wird es wieder wärmer. Deshalb das letzte Thema noch schnell, bevor wir die 20 Minuten voll haben und ich hier krank werde. Und zwar Marriott. Ich habe heute wieder einen Call gehabt. Und ich selber hatte das Problem übrigens auch, dass ich das Problem hatte bei Marriott, als ich mich für die Promotion anmelden wollte, dass es nicht ging. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen, das heißt also, ich hatte die App aufgemacht, dann kam die Anmeldungsmöglichkeit. In dem Moment, wo ich mich anmelden wollte, war das Fenster weg und es ging nicht. Oh, geile Haarpracht, ich sehe das gerade. Oh, Antenne. Mach mal runter. Und ja, das Lustige ist halt, was macht man dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist, man ruft an und sagt, hey, kannst du mich manuell einschreiben? Habe ich grundsätzlich kein Problem mit, weil man dann online sieht, dass man für die Promotion angemeldet ist, dann kriegt man diesen Fortschrittsbalken und so weiter unter seinen Promotion angezeigt. Ich persönlich bin aber eher ein Freund davon, das über den Chat zu machen, heißt also online über die Webseite zu machen und da dann ganz klipp und klar zu schreiben. Und dann schreiben die einem, du bist angemeldet, falls das nicht klappt und alles, dass man immer noch einen Beleg hat. Weil wenn man anruft, gibt es keinen Beleg, dass man es getan hat. Also da in meinen Augen der richtigere Weg für euch, da dann nicht in ein Messer zu laufen und vielleicht die Punkte dann doch nicht zu bekommen. Oder die doppelten Nächte, die es ja jetzt gibt. Also das wäre so mein Hinweis, was ihr machen könnt, wenn ihr das Problem habt. Ein Grund, warum das passiert ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe für mehrere Kunden das gemacht, da ging es, für einige Kunden ging es nicht. Ich selber habe dann eine Sammel-E-Mail geschrieben an Marriott. Also nichtsdestotrotz könnt ihr ja dann schauen, ob ihr einen Grund findet, warum das passiert. Marriott behauptet, dass was daran liegt, dass man sich nicht für Meilen eingetragen hat, sondern für Meilen eingetragen hat, nicht für Bonvoy-Punkte. Aber da mein Konto nie für was anderes als für Bonvoy-Punkte getaugt hat und ich bei den anderen Konten auch nie irgendwie feststellen konnte, woran das liegt. Vielleicht hängt das mit der Kontonummer zusammen. Also insofern bin ich da auch für jede Lösung dankbar, weil es doch manchmal nervt, dass die IT-Probleme, die sie seit 10 Jahren mitschleppen, nicht gelöst kriegen.
Und jetzt sind wir am Schluss. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 20 Minuten, 19:44. Wunderbar, die 20 Minuten sind voll. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft oder aber auch zum Stammtisch zu kommen. Ich habe heute noch nicht auf den Stammtisch hingewiesen. In Frankfurt am 19., am 20., in Aachen am 21. in Köln. Und Senatorkarte, Stichwort, wenn du eine Senatorkarte haben will. Schreib mir hier. Oh, da, warte, da. Also, danke euch, bis dann, tschüss und jetzt kommt der Abspann. Wo ist er? Hier. Also, bis morgen wieder, ciao. Thank you.